So, hallo und herzlich willkommen und gleich geht's weiter. Wir sind immer noch hier in dieser kleinen Bibliothek. So, jetzt machen wir erstmal auf ganz altmodische Weise, ziehen wir hier Bücher raus, um den Schrank da wegzubekommen. So, beeilen wir uns ein wenig. Sonst gehen die Bücher wieder alle weg. So, geschafft haben wir es, glaube ich. Ja. Und tun können wir. Oh. Okay. Okay. Okay, gehen wir mal rein. Mal gucken, was wir hier haben. Okay. Noch verfolgt uns keiner. Haben wir hier was? Nein, haben wir nicht. Okay. So, machen wir Platz hier. Ein Schlüssel! So, den nehmen wir auch gleich mal mit. Können wir ganz bestimmt später gebrauchen. Oh Gott, oh Gott. Oh, Scheiße. Keiner ist hier. Keiner ist hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Keiner ist hier. Okay. Langsam. So. Gucken wir mal. Okay. Okay, Schock. So, da haben wir nichts. Nix. Und? Ah, da haben wir schon wieder was. So, erstmal in den Schrank reingucken, was wir hier haben. Raus damit. Nix. Aber wir haben einen Brief. Mysteriös. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet. Mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit dem menschlichen Gefäßen, der Schuld heißt, hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seinen Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher geschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verraten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde ich gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Ja, nicht der arme Weinkeller. So, jetzt werden wir auch nichts zum Trinken. Ja. Können wir darauf? Hey. So, jetzt sind wir hier drinne. Und was können wir weitermachen? Mal gucken. So. Vielleicht wieder Bücher? Nee. Gucken wir mal weiter. So, nach einer kleinen Unterbrechung machen wir auch mal weiter, wo wir weiter lang gehen müssen. So, mal gucken. Was haben wir denn hier weiter? Ja, wir haben hier gar nichts. Vielleicht? Ah. Vielleicht hat sich ein Weg wieder geöffnet, wo wir jetzt lang gehen können. Sieht nämlich so aus, als könnten wir. Waren wir hier schon? Doch, 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 doch. Hier waren wir schon. Okay. Hier ist alles immer noch zu. Da nach oben können wir auch nicht raus. Naja, mal gucken. Oh Gott. So. Ah, die Tür hat sich geöffnet. Oh Gott. Okay, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir hier so haben. So, hier haben wir wieder nur ganz viele unnützige Bücher. Ach, hier waren wir ja schon. Okay. Okay. Wow. Kamen wir nicht von da? Sie rührt sich nicht. Okay. Die Tür klemmt wieder. Okay, hier waren wir schon. Da, okay. Ja, dann vermute ich mal, wir müssen wieder zurücklatschen. Da war was. Da war was, auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Mann, ey. Da war 100 Pro was, Alter. Da habe ich was gesehen. Oh Mann. Da habe ich 100 Pro was gesehen. Rennen wir lieber. Alles ist geschlossen, Mann. Scheiße. Okay. Okay, egal. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken.
Oh Mann, ey. Sowas hasse ich immer am meisten. Spielt da gerade jemand Klavier? Oh, zur Eingangshalle. Der Sand gab unter seinen schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel. Er fühlte wieder Windsand über sein Gesicht und seinen trockenen Lippen ließ. Okay, das war gerade echt gerade. Oh, scheiße, ey. Da war auf jeden Fall was, Mann. Ja. Oh Gott. Oh Mann, was ist das? Boah, sehr abartig. Das kann mich sogar angreifen. Okay. So. Okay. Schnell weg hier. Oh Mann, ey. Ist das abartig, ey. So, die Tür da ist zu, aber ich weiß, dass man noch nach rechts gehen konnte. Da haben wir Weinkeller, Labor. Oh, zum Weinkeller gehen wir gleich. Erstmal ins Labor. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartete uns, grinst der zahnlose Arbeiter. Ja, das wird ziemlich crazy langsam. Okay. Oh Gott. Okay. Oh Mann, ey. So. Labor. Ja, ein Labor sieht das nicht gerade aus. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da geht's weiter. Okay, gucken wir uns erstmal um. Okay. Was ist das, ey? Von da schreit irgendwas, oder? Okay. Beeilen wir uns ein wenig. Was redet da? Irgendwas hat da geredet, auf jeden Fall. Was ist das? Dein geistiger Zustand ist jetzt bedenklich schlecht. Bleib im Licht und versuche weiterzukommen. Oh Gott, nein. Teil sein Wasser. Oh Mann. Wir gucken schön nach, was wir hier haben. Eine Zünderbuchse. Okay, schon besser. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, mein Liebster, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser was besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay. Das war gerade komisch. Chemietopf und... Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinnkerz und blablabla müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Diesmal werde ich die Königswasser anstellen von Seidenwasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade Säuregehalt und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Okay, Chemietopf. Wozu ist der Chemietopf ein Topf, der Mixturen aller Art enthält? Okay. Okay, also ich kann... Weg damit. Dann können wir wieder hinter so einen? Nein, können wir nicht. So, sparen wir jetzt ein wenig das Öl auf.
Da haben wir wieder was. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Exponente hat sich auf meinen gelagerten was Ingredienzen ausgewirkt. Oh Gott, einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Okay. Also, wie es aussieht, sind alle im Weinkeller. Ah, hier habe ich wieder Kisten, sehr schön. Ich dachte, die kann man öffnen wenigstens. Oder kaputt machen. Dann ist mal das. Oh, was soll das? Oh Gott. Wer redet da immer? Raus hier, ab in den Weinkeller. So, im Weinkeller wird sicher mehr sein. Mal gucken, was wir da haben. Gehen wir ein wenig saufen mit denen. Was die Statuen beteten und starrten an die dunkle, gewölbte Decke. Okay, ab in den Weinkeller. Na? So, jetzt gehen wir da rein. Verwende den Schlüssel an der Tür, um sie zu öffnen. Okay. Ja, als erstes. So, nehmen wir den Schlüssel. Nein. Erstmal gehen wir so ran. So, jetzt sind wir im Weinkeller. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wenn du im langen geistiger Zustand. Okay. Nicht im Dunkeln bleiben, nicht im Dunkeln. Boah, der Weinkeller sieht ja fast ähnlich aus. Oh Gott, oh Gott. Was, wo ist, wen kümmert das, bla 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 bla. Wein dagelassen, um uns ganzes Leben davon zu trinken, oder zumindest bis morgen. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo lang. Gehen wir erstmal hier rein. Am besten immer Tür zumachen. Dann weiß ich, dass mich nichts verfolgen kann. Oh, was ist das? Ein Glas, was? Grubkrit. Oh Gott. Jetzt bleiben wir kurz hier. Mein Zustand ein wenig verbessert. Wir haben grüne Kacke am Boden kleben. So, rennen wir ein wenig die. Gott. Hä, kann ich die Tür nicht aufbekommen? Nein, die ist zu. Was? Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihnen sehen und versteck dich im Dunkeln. Löscht möglich die Laterne F. Okay. Das heißt, wir haben gleich einen Feind. Sonst würden die mich nicht vorwarnen. Auf ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey. Was war das jetzt, ey? Was? Verwende das Laudanum, um meinen Zustand zu verbessern. Okay. Ich hoffe, der ist weg. Oh Gott. Oh Mann. Heilige Scheiße. Oh, mein Zustand wird immer schlechter. Ach du Kacke. Oh Mann, Alter. Das ist echt schlimm. Ja, also hier wurde auf jeden Fall gefeiert, ey, bis zum Morgengrauen. Okay, wir haben keinen Zunderkacke mehr. Opri, keine Ahnung, Kapropri. Wir haben auch gar keine Dings mehr. Wir haben kein Öl mehr.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh Mann, ey. Das Spiel echt, ey, Alter. Puh, ach du Scheiße, ey. Was ist jetzt los? Wir leben noch, wir leben noch. Wir leben noch. Noch. Noch leben wir. Aber wir haben bald kein Öl mehr. Wir brauchen auf jeden Fall Öl. Okay, Hammer. Und zum Holz irgendwas da machen. Wir haben kein Öl, aber wir haben Zinn. Oh Gott. Oh, kann ich nichts schlucken irgendwie? Laterne an, Laterne aus. Okay, Laterne an. Erstmal Laterne an. So. Ja. Hier haben wir noch so ein. So. Was machen wir hier an? Die goldene Mitte, glaube ich. Oh Gott, mach an, mach an, mach an. Okay. Können wir. Na tolle Kacke, ey. Na tolle Scheiße. Toll. Egal, noch sehe ich was. Okay, hier haben wir verschiedene Hammer. Alles verschiedene Dinge, aber. Aber, wo lang müssen wir jetzt? Boah, echt, ey. Boah, ich kann den sogar wegschieben. Zu schieben halte linke Maus gedrückt. Okay. So wie es aussieht, kann ich. Okay, ich kann die Dinger auch wegschieben. Das heißt, vielleicht muss ich mir den Weg frei rum. Kannst du mit Rechte besonders hart stoßen. Okay. So. Komm schon, weg mit den hässlichen Steinen. Wir müssen hier raus. Wir haben noch was zu unternehmen. Wir haben keine Zeit für diese Kacke. Also, los. Weg damit. So. Gott. Okay, okay, okay. Jetzt rennen wir einfach mal. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Aus dem Weinkeller raus in die Eingangshalle. Puh, es war unvermeidlich, die Erschütterung auf der Straße winkte seine Aufmerksamkeit. Fenster. Läden öffnete, eröffnete die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei junge Männer. Ihre Stimme verstummte im Rauch der Waffen. Okay. Wir sind wieder hier. Irgendwie wird es immer roter, kommt mir so vor. Oh Gott. Wir gehen mal da, wo wir Licht haben. Schade, dass wir da nicht rausklettern können. Oder eine Fensterscheibe einschlagen können und einfach raus hier. Oh ja. Oh ja. So, das hat er uns noch gefehlt. Was war das? Was war das gerade? Oh, Dreck. Das Ding will uns einschließen, glaube ich. Kann ich euch aufessen? Kommt her. Njam, 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 njam. Nee, geht nicht. So, okay. Okay. Wir sind hier. Wir können auch zurückgehen. Und zwar ganz zurück. Gucken wir erstmal nochmal hier. Okay, hier lang können wir nicht, wa? Sie ist widerstandsfähig und biegsam, bla bla, mit der Hand per Werkzeug. Ah, das heißt, sie braucht einen Stein. Ein Stein auf jeden Fall. Mit einem Stein schaffe ich das.
Dann brauche ich doch einen größeren Stein. So einen hier am besten. Oder den da. Oder doch den hier. Na komm, noch irgendein. So. Versuchen wir gleich nochmal. Oh Mann. Was ist jetzt denn, Ernie? Ey, was soll denn das hier? Ich will hier auch mal raus, ey. Naja, egal. So, gucken wir uns noch ein wenig um. So, haben wir nichts weiter. Können wir dann zurückgehen oder bringt das uns überhaupt was? Okay, mit Tabulator lesen wir. Nein, mit U, mit I, mit O, mit P, mit LK. Ah, Notizen. Ach, brauche ich gar nicht. Mementos, genau. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Eine Art organische Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ah, okay, das heißt... Was? Die Chemikalien müssen mit den geeigneten Apparaturen vorbereitet werden. Okay, das heißt... Okay... Gegenstand kann auf keinen Objekten angewendet werden. Okay, das heißt, wir müssen doch nochmal zurück. Am besten in den Labor. Nochmal in den Weinkeller. Boah, ich hab keinen Bock auf den. Oh Mann, oh Mann. Er setzte sich bei den Cashbällen nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn, blabla, Sand bedeckte irgendwas da. Boah, kleiner Leck jetzt gerade. So, jetzt beeilen wir uns aber. Da war ich doch schon überall. Da war ich auch schon überall. Ich war doch schon überall drin. Oh, Schock. Gerade eben dachte ich, da wäre was. Okay, also hier haben wir auch nichts, haben wir nichts. Wir rennen einfach durch, wir sprinten. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir, oh, Zünderbüchse. Hier haben wir nichts, die Tür ist offen, okay. Hä? Die krabbeln auf meinem Bildschirm rum, was soll das? Weg von meinem Bildschirm. Wieder dieses Geräusch. Okay. Ja. Die dritte Flüssigkeit. Okay. Hier dann eigentlich noch. Ah, da sind Steine davor. Ah, nein, da nicht. Ah, hier war ich doch schon drin. Ne? Was ist denn das hier? Oh, die Laterne ist vollständig aufgefüllt. Ist das geil. So, oh, ist das genial. Okay, in so einem Behältern können wir uns Öl finden. Das ist gut, das wusste ich nicht. Egal, erstmal keine Zeit jetzt. Hier waren wir noch nicht. Oh ja. Oh Gott. Oh Mann, ey. Oh Gott. Wir müssen hier lang. Da ist ne keiner. Da ist nix. Was geschieht? Mein Brustkorb fühlt sich an, als würde er platzen. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nimm es hin. Wir kommen hier nicht lebend raus. Wie kannst du das sagen? Alexander, du Stück Scheiße. Lass uns hier raus. Oh Gott. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das ist echt.
Boah, das kam mir so vor. Verfolgt uns irgendetwas. Oh Gott, okay. Lesen wir erstmal. Mein Name ist Wilhelm Hausgerig. Dies ist mein letztes Wort, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brandenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich oh Gott, ich kann ja mal lesen, eine Aufregung pur, um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen einer Dummheit und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer es mir befallen und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort an Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht viel leicht fiel, aber schließlich nahm ich die Angebot rücksichtslos an. Von diesem Tag an brachte mich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für uns Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und fiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Okay. Okay. Ich hab die letzte Kacke. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier raus. Okay. Okay, raus hier. Erstmal wieder auffüllen. Da, erstmal auffüllen. Okay. Und jetzt raus hier. Aber schnell. Schnell, 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 schnell. Lob, 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 lob. Oh. Nach einem 3-tägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als das britische Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Oh Gott. Oh Mann. Aua. Warum wird das alles so hässlich rot hier? Ins Labor. Das Leintuch roch nach Büße und feuchten Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er, oder vielleicht zu wenig. Wir wissen es nicht. Okay, da hatte ich Licht angemacht, das weiß ich noch. So. Okay. So. Machen wir erstmal hier auch noch Licht an. Und hier auch. Okay. Kann ich das drehen? Ne, kann ich nicht. Was? 4 verschiedene Chemie sind da vorzufahren. Ah, okay, okay, okay. Das heißt. Hier. 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 Oh Gott. Och nee, ey. Sag nicht jetzt, ich bin eingesperrt. Sieht nicht so aus. Dann machen wir mal weiter. Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. Was für Brenner? So. Geht doch mal an. Halte, linke. Ah, okay.
So, jetzt sind die an. Oh Mann, nimm doch. So, das erste haben wir schon mal. Das zweite haben wir schon mal. Das dritte haben wir schon mal. Und das wird auch. Oh, den Behälter brauche ich auch noch. Okay, jetzt. Okay, erstmal. So. Erstmal hier dran drehen. Jetzt hier dran drehen. Jetzt hier dran drehen. Dann hier dran. Schließlich hier dran. Und da kommt die ekelhafte Kacke. Und wir haben's. Oh Gott. Das lasse ich an. So. Da etwas passiert ist. Oh nee. Tolle Scheiße. Muss ich jetzt springen? Mann. Nee, das ist echt kacke. Unmangel. Nein. Und es öffnet sich hierfür. Der Weg oder was? Hier ist er auch nicht offen. Dann komme ich auch nicht raus. Finde ich jetzt voll kacke. Aber dafür haben wir hier noch was. Und zwar Öl. Okay. Du kannst verschiedene Objekte einsetzen und schwer zu erreichen. Ah, okay. Okay, das heißt. So. Ja, so vielleicht. Ich weiß nicht. Na? Na. Ah. Okay, okay. Ich dachte jetzt schon. Oh, wir sind draußen. Und raus. Oh Mann. Es war unvermeidlich, die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, öffnete die französischen Söldnersfeuer auf die zwei zurückgehenden jungen Männer, ihre Stimmen verstummten am Rauch der Waffen. Oh Mann, es wird immer mehr. Ja, ich gehe ja schon raus. Lass mich in Ruhe. Ein rotes, ekelhaftes. Irgendwas da. Okay, das heißt. Das rote, irgendwas da, ekelhafte Scheiße holt mich langsam ein. Ich muss hier weg. So. Gib her die Scheißsäure. So, jetzt haben wir es auch. Okay. Und wir sehen uns in dem nächsten Chapter. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen.